Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bär. Genießen Sie cremige Rezepte mit Bär Camembert. Bär, cremiger Genuss seit 1922. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Fermer les écoles, nous avons limité la vie sociale. Die Einschränkungen werden viele Unternehmen, unzählige Betriebe, Angestellte und Freischaffende hart treffen. Bleiben Sie zu Hause. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. So kurzfristig am 5. Das ist wirklich schlimm. Ja. Schock. Es ist sehr surreal, auf jeden Fall. Es ist etwas, wo man nicht erwartet, dass man das miterlebt. Also gar nicht, ja. Ich lache, weil ich kann auch nicht weinen. Ich habe keine Zeit zum Denken, zum Weinen. Ich habe Zeit zum Denken, dass wie geht weiter. Schmeckt wie fein. Was machen wir mit der? 5 Kilo Mortadella. Das machen wir Hacken und Tortelloni. Parmaschinken. 24 Monate. 43 Franken pro Kilo. Schade. Tortelloni. Es ist einfach gerade so wie ein Vulkan. Wir wissen nicht, was mit uns passiert. Monsieur Berset, haben wir eine Alternative? Schreck doch nicht unser ganzes Leben ein. Ja. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Goodbye sagen, einfach Tschüss sagen. Time to say alle Berset? Merci vielmals. Ich habe dir auf Twitter geschrieben. Schreib mir zurück. Die Zahlen sind weiter angestiegen. Sie werden auch die nächsten Tage sicher weiter ansteigen. Universitätsspital Zürich USZ. In Rekordtempo werden Kapazitäten aufgebaut. Ist es jetzt geplant, dass wir im Aufwachraum die Intensivkapazitäten des USZ erweitern? Und deswegen bin ich jetzt gerade dran, quasi unsere Beatmungsgeräte in den Aufwachraum zu verschieben. Das heißt, einmal abbauen und drüben wieder aufbauen. Bilder, gefilmt von Oberarzt Lukas Kandler. Er dreht für SRF in der Covid-19-Abteilung des Universitätsspitals. Aus Sicherheitsgründen sind Medien nicht zugelassen. Unter normalen Bedingungen wäre ich dort jetzt als Oberarzt tätig. Aufgrund der Corona-Situation ist ein privates Dokumentarfilmprojekt von mir gescheitert oder zumindest auf später verschoben. Und deshalb sind wir übereingekommen, dass ich im Spital filme, im Spital einen Dokumentarfilm mache über die Bewältigung der Corona-Situation, die Corona-Krise und was die einzelnen Mitarbeiter alles auf die Beine stellen. Vor knapp zwei Wochen waren diese Räume leer geräumt, war nichts mehr drin, keine Schraube, nichts. Und es war eine Riesenleistung hier von allen Bereichen, aus der Logistik, aus der Administration, aus der Technik, diese Räume schnell wieder einzuräumen. Es wurde Tag und Nacht gearbeitet, alle haben an einem Strick gezogen. So, nach einer Woche Vorbereitung wird es jetzt ernst. Es wird sich jetzt rausstellen,
wie gut wir vorbereitet sind und was wir alles noch nicht berücksichtigt haben. Was macht am meisten Sorgen? Dass ich irgendetwas ganz Wichtiges vergessen habe, was jetzt in den Ablauf gehört und was jetzt in einer Situation, in der es nicht vergessen werden sollte, vergessen wurde. Wir warten auf die Welle. Man sieht so im Horizont, sieht man den Tsunami, aber wir wissen noch nicht, wann er genau bei uns auftrifft und wissen noch nicht, wie hoch die Welle sein wird. Wir sind hier bereit. Diese Intensivstation kann innerhalb von wenigen Stunden eröffnet werden. Ich nehme an, sie wird diese Woche eröffnet werden. Eine Mobilmachung der Armee in diesem Ausmaß hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Soldaten des Spitalbataillons 66, aufgeboten per SMS. Es ist ein echtes Mulmigsgefühl gekommen. Was passiert, wie geht es weiter, werden wir auch mal noch angesteckt. Ja, man weiss, es ist einfach Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht muss man es erst noch begreifen, um was es richtig geht. Ich glaube, man hat ein bisschen zu wenig Zeit gehabt, aber es kommt noch, glaube ich. Und ich fühle mich auch geehrt, dass ich jetzt einrücken darf. Rund 5000 Soldatinnen und Soldaten sind mobilisiert. Spitalkompanien 1 und 2. Achtung! Herbstkompanie. Rund! Elm ab! Als Ihr Kommandant bin ich stolz auf Sie. Jeden von Ihnen hat vielleicht Ängste. Was passiert mit mir? Wie geht es weiter? Wie lange? Aber seien wir mutig und leisten wir das, was von uns verlangt wird. Mit der Übernahme der Fahne, unsere Fahne, zeigen wir heute symbolisch unsere Einsatzbereitschaft. Den Feind, welcher es zu bekämpfen gilt, kann man nicht sehen. Und er könnte trotzdem überall sein. Nun ist jetzt an der Zeit, das Trainierte in der Tat umzusetzen. Schön langsam, schön langsam. Gut. Wow. Jetzt hebt er, oder? Ganz am. Gut. Also ist vorgesehen, dass wir uns bereithalten müssen für jede Infrastruktur. Es werden Gesuche gestellt. Diese werden schweizweit beurteilt durch eine zentrale Stelle und dort wird entschieden, wer braucht uns und werden wir versuchen, alle bestmöglich zu helfen. Das ist Meta Hildebrand vom Restaurant Le Chef in Zürich. Ich habe gerade gesehen, dass Sie online einen Tisch reserviert haben für am 24. April. Ich wollte das eigentlich nur kurz rückbestätigen, aber natürlich auch den Hinweis geben, dass wir nicht wissen, ob wir ab dem 24. schon wieder offen haben. Ja gut, Herr Rufe, dann wünsche ich einen schönen Tag und bleiben gesund. Super. Danke vielmals, Ade Messi. Auch wenn der Betrieb jetzt gerade zu ist, das Tiefgefrier der läuft und das Kühlhaus läuft. Klar, alles, was wir können, haben wir abgestellt. Aber es braucht weiterhin einfach Geld. Und jeder Tag, der zu ist, kostet. Wie viel?
Ich kann die Zahlen nicht so genau nicht sagen, wie viel das fehlt. Aber es ist einfach so, dass wir im Löschef 80'000 jeden Monat müssen erwirtschaften, um Lohnkosten, Mietkosten und alles können abzudecken. Und was wir jetzt machen, ist, wir fressen unsere Reserven auf, die wir für den Sommer hatten. Das ist abgesagt. 15,55 gibt es etwas. Dass wir schieben würden. Aber es ist in eurer Verantwortung. Und Emirates fliegt im Moment noch. Ich muss schauen, jetzt, was ich im Homeoffice dringend brauche. Zudem sind wir bei der AXA versichert. In jedem Fall dort eine gute Lösung gefunden eigentlich für den Kambodscha-Singapur-Teil. Oh ja, stimmt. Sie beabsichtigen, die Quarantäne auf den Malediven zu machen. Eventuell buchen wir es um, aber denke, wir warten mal an. Die ganzen Geschichten wegen der Kurzarbeit, die sind ebenfalls hier vorbereitet. Was heisst, in Madrid läuft nichts mehr? Ist denn der Flug jetzt... Der Flug... Wir sind jetzt in der Abklärung von Schädler. Wir geben ihnen so schnell wie möglich Bescheid, wenn wir eine Lösung haben. Ist das so gut für sie? Wir schauen, dass wir ihren Mann heimbringen. Gellet sie. Wir melden mich, sobald ich eine Lösung habe. Das sieht nicht gut aus im Fall. Gell? Die Maschine ist weg. Das Problem ist, in Madrid geht gar nichts mehr. Also auch kein Taxi, nichts mehr. Aber ich kann ja nicht einreisen in Spanien, nein, oder? Er sitzt im Transit. Also er ist jetzt immer noch von der Botschaft durchgehen. In Madrid, oder was? Ich denke, ja. Also in dem Fall ist es jetzt wirklich, wirklich schwierig, von hier aus jetzt irgendetwas zu machen. Er soll sich mal bei der Botschaft in Madrid melden. Wir müssen es teilweise über verschiedene Flughäfen zurückbringen, oder, weil es Direktflüge gar nicht mehr gibt. Wir wissen aktuell nicht, wie es denn in dem Land genau gehandhabt wird, oder ob es dann wirklich weiterkommt. Und das sind Sachen, die einem ja, sehr, wie soll ich jetzt sagen, aufreiben halt, oder? Wir sind alle recht, ja, wir sind so richtig angespannt. Das ist so. Wir sind wahrscheinlich die einzige Branche, die arbeitet und dabei noch Geld verliert im Moment. Also es ist wirklich dramatisch. Wir müssten jetzt die Kurzarbeit sofort umsetzen können, um unsere Personalkosten runterzufahren. Aber da ist schlichtweg nicht dran zu denken jetzt. Solange wir quasi die Arbeit für den Bund ja auch erledigen und versuchen, die Schweizerinnen und Schweizer oder unsere Kunden zu Hause zu holen, können wir unseren Betrieb nicht runterfahren. Wie lange geht der Häsli noch? Schau sie mal an. So, also ihr müsst jetzt mal kurz zurück, weil wir sollten das Brot aufs Gitter tun. So, Social Distance. Gastrounternehmerin Meta Hildebrand ist jetzt zu Hause. Mit 75 Kilo Mehl aus dem Restaurant. Ich habe am Basti angeleitet und gefunden, du Basti, wir wohnen zusammen. Wie sieht es aus mit Quarantäne? Am Geschichtschen machen wir das gerade zusammen. Aber Bedingung an uns beide, dass wir dementsprechend auch niemanden treffen, weil dann wissen wir, wo wir waren. Und Basti hat ja gesagt und gefunden, doch, das machen wir. Und dann haben wir den ersten Abend Monopoly gespielt und uns gefragt, wie wir mit dieser Situation eigentlich umgehen. Und schon war das Bach-Projekt da. Das ist sehr witzig entstanden. Und ja, ich meine, es klingt jetzt so krass, wir sind gerade irgendwie gut gelaunt und wir lachen und so, und es ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber irgendwie muss man auch ein bisschen das Beste daraus machen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt Brot und das in grossen Mengen und verschenken die den Leuten und machen ihnen eine Freude und darum auch kein Business daraus, sondern schlichtweg, hey Leute, entspannt euch, freut euch auf die kleinen Sachen im Leben, geniesst eure Partner und hört auf, jetzt die ganze Zeit an Geld zu denken. Wir haben alle noch so viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Ich glaube, wir sollten einfach mal eine Woche warten und in einer Woche wissen wir alle mehr. Es ist völlig klar. Der Bundesrat hat von zahlreichen berührenden Schicksalen gehört und gelesen. Wir arbeiten Tag und Nacht, um zu helfen. Was wir der ganzen Bevölkerung aber auch sagen und eindringlich sagen, wir lassen euch nicht allein. Wir kümmern uns um euch. So, am Montag, wo es geheißen hat, wir machen zu, was soll ich machen? Wo sind denn, wo gehen denn die 10 Milliarden an, die der Bund jetzt, wo der Staat jetzt mal zur Verfügung stellt, so das Ungewisse,
dann nachher probierst du anzuhören, probierst du etwas zu machen, erreichst niemanden, wirst noch fast angeschrauen am Telefon, weil alle mit der Situation überfordert sind. Die selbstständige Coiffeuse zahlt allein für ihre Wohnung und ihren Laden mehr als 2'000 Franken Monatsmiete. Wie zahlen Sie das? Gar nicht. Also, es ist wirklich, ich kann es nicht zahlen. Ich habe jetzt auf dem Konto vielleicht 1'000 Franken, wo ich mir kann überlegen kann, zahle ich die Miete, zahle ich die Versicherung, was kann ich sonst noch zahlen? Ich muss allen anrufen und sagen, sorry, es tut mir leid, ich kann nicht zahlen. Ich wäre gewillt, um zu zahlen, aber ich kann nicht. Und da ist halt auch irgendwo ein Punkt, wo einem nicht schlafen lässt. Also ich bin am Dienstag bin ich auch, ich bin sehr, sehr traurig gewesen. Ich habe nicht gewusst, soll ich jetzt brüllen, soll ich lachen? Solange ich nicht weiss, ob ich zumachen muss, kann ich nicht brüllen. Daniel Koch ist Gast in der Arena-Sendung. Mein Job? Ja, das ist noch eine gute Frage. Das ist mein Job. Mein Job ist zu schauen, dass wir mit dem Coronavirus möglichst gut über die Runde kommen. Ihr könnt euch die Bevölkerung wie einen Patienten vorstellen. Und das ist mein Job, zu schauen, dass der Patient, der jetzt irgendwo eine Infektion hat, dass der Infektionsherd nicht generalisiert, möglichst unter Kontrolle kommt und die Person möglichst gut am Schluss wieder gesund rausgeht. Und jetzt schaue ich noch ein paar Mail an von Leuten, die ich weiss, okay, das könnte noch wichtig sein. Könnte. Aber es ist nie allein bei mir von dem her. Also wenn etwas wirklich wichtig ist, schicken wir die Leute ein SMS. Das wissen sie ja. Und jetzt muss ich das schnell anrufen, jetzt müsst ihr das schnell den Ton abstellen. Eigentlich wäre Daniel Koch in ein paar Tagen in Pension gegangen. Ja, das ist mein Alltag. Und vor allem nicht so, wie ich mir gewünscht habe. Gegen Schluss von meiner Karriere. Aber es ist jetzt so. Aber ich denke, ja, nein, es wäre ja falsch, wenn ich jetzt da würde total ausflippen. Oder? Aber innerlich sieht es nicht ganz so aus, wie dir jetzt gegen aussen wirkt. Doch, ich bin ruhig. Wirklich? Ja. Ich kann mich beweisen. Da. 58 im Moment. Nein, was macht ihr? Triathlon? Nein. Sport mit einem Hund. Der ist schnell, der Hund? Oder hat Ausdauer? Nein, schnell. Was säckelt ihr mit dem Hund? Mhm. Also fleissig, aber. Nein, ja, also wenn ich kann schon, jetzt die letzten Tage natürlich nicht. Und jetzt diese Woche musste ich Hundehort geben, weil es nicht mehr ging. Aber Bordhallen und am Sonntag gehen wir trainieren. Entschuldigung. Ja, ich komme. Regionalspital Affoltern am Albis. Besucherstopp auch hier. Wegen Corona. Arzt Markus Minder auf Visite beim schwerkrebskranken Konrad Osterwalder. Guten Morgen. Er leidet besonders unter der Isolierung. Moment, ich muss noch schnell. So. Das höchste der Gefühle ist, dass ich auf den Balkon rausgehe und sie da unten stehen. Ja. Im Garten und so kommunizieren. Ja, ich habe vor 40 Tagen bin ich Grossvater geworden. Ich habe das Kind einmal gesehen, kurz, von weitem, mehr nicht. Ich muss auch abwarten, bis jetzt die Zeit vorbei ist. Dass ich dann wirklich mit dem Grosskind kann mal zusammen sein. Wäre das ein grosser Wunsch von Ihnen, dass Sie das Kind sehen? Ja, sicher, ja. Gut, das tun wir in Ruhe mal anschauen. Dann, ja.
Auch Covid-19-Patienten sind hier hospitalisiert. Das Regionalspital, vor wenigen Wochen von manchen noch als überflüssig erachtet, ist jetzt wieder wichtig. Eine Frage, wie es noch geht. Ja. Wir werden einiges besser wieder vorhaben. Weil mich hat ein Virus geflutscht, was sehr unangenehm ist. Ich leide noch Appetitlosigkeit. Und dann kann sie nicht mehr essen. Das stellt ab. Macht's Angst? Ich glaube, wenn man auf die Medizin vertrauen würde. Natürlich, Respekt hat man immer. Also das ist klar. Aber Angst glaube ich nicht. Ich glaube, unsere Medizin hat das. Der Teil, den ich jetzt drin befinde, haben sie im Griff. Harry Gier ist mittlerweile wieder gesund zu Hause. Weckis, 6 Uhr morgens. Adrian Steiner, Geschäftsführer der Firma Thermoplan. Ja, Herr Steiner, wie geht's Ihnen? Es geht gut. Es ist Montagmorgen, es war ein durchplanendes Wochenende. Die Neuigkeiten überschlagen sich fast jetzt zum Thema Corona. Ein bisschen Angst um den Betrieb, also wie lange das durchstehen könnte. Absolut, ja. Es ist immer eine Angst um. Das ist auf jeden Fall. Es ist auch Verantwortung, die ich trage für die Unternehmung. Wie würden Sie die Angst beschreiben? Es ist immer schwierig, als Mann Angst zu beschreiben. Ich merke es in dem, dass ich schlechter schlafe. Ich merke es in dem, dass ich auch mehr Gespräche brauche mit meiner Frau, mit meinem Bereichsleiter. Thermoplan. Das Unternehmen in der Innerschweiz produziert für den Weltmarkt. Kaffeemaschinen für Marken wie Starbucks und Nespresso werden hier gefertigt. Was steht jetzt als erstes an? Das Kaffee trinken. Italiens Fabriken sind zu. Und von dort stammen viele Teile. Wie prekär ist jetzt das für euch, dass die Fabriken zugehen in Italien und Tessin? Also die Tatsache ist, wenn wir jetzt keine Komponenten mehr bekommen, werden wir höchster Wahrscheinlichkeit nach Ostern die Produktion zu beteiligen nicht mehr aufrechterhalten. Wie viel fällt denn weg? Die Produktion, das betrifft fast alle Maschinenlinien. Ich würde sagen, dass da 70% der Produkte nicht mehr hergestellt werden können. Das ist auf einer Seite. Das ist sehr dramatisch. Und ist das Wochenende, Stefan? Die Nachrichten von gestern von Italien und Tessin waren recht anspruchsvoll. Sie haben einfach gestern geschrieben, dass sie dran sind und versuchen, die betroffenen Lieferanten zu erreichen. Wobei das natürlich jetzt auch schwierig ist. Sie sind mit ihren eigenen Betrieben natürlich auch recht gefordert im Moment. Kind, Frau, happy? Ja, du, es war noch schwierig. Die Schwiegermutter ist am Donnerstag noch gestorben. Jetzt. Und es war natürlich das Wochenende von dem auch noch ein bisschen geprägt. Und ja, doppelt schwierig. 400 Angestellte arbeiten hier. Guten Morgen miteinander. Hallo. Haben wir noch genug Teile? Ja, jetzt wird es langsam knapp da. 15% der Belegschaft fehlen. Vor allem Mitarbeitende, die zu den Risikogruppen gehören. Ja, ich muss sagen, es ist schon ein bisschen mühsam manchmal, oder? Weil man lebt einfach halt immer mit der Angst, oder? Man weiss halt nie, wenn man kommt arbeiten, was es heute Neues gibt wegen dem Thema. Man fährt sich auch von Gedanken machen, wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht das mit Thermoplan aus? Man hat halt schon sehr viele offene Fragen.
Mein Mann muss eh auch arbeiten auf der Baustelle. Und meine Mutter die arbeitet im Coop. Also, die müssen auch alle arbeiten. Wieso sollte ich denn nicht? Also, irgendwie, ja. Und das ist eine Ablenkung zwischen ihnen, weil man kann nicht nur daheim hocken und darüber nachdenken, was jetzt hier läuft. Bis vor kurzem, bis ich erfahren habe, dass einer jetzt positiv getestet wurde wegen Corona, habe ich persönlich habe mich wohl gefühlt, oder? Ich bin arbeiten, ganz normal. Und mit der Zeit fand ich mir schon anfangen, Gedanken machen, so, wenn es mehr Fälle würden werden, dann würde ich mich schon wohler fühlen, wenn ich daheim könnte bleiben. Ein Mitarbeiter habe das Virus im österreichischen Skiort Ischgl aufgelesen, sagt Adrian Steiner. Unterdessen sei er wieder gesund und arbeite im Homeoffice. Was mich sehr beschäftigt, ist, wir haben Mitarbeitende, die im Homeoffice sein können. Das sind dann halt eher die administrativen Tätigkeiten. Aber man sieht natürlich offensichtlich, in der Produktion, in der Montage, ist eine Anwesenheit erforderlich. So dass ich das jetzt nicht den Mitarbeitenden Komponenten heimgeben zum Montieren. Und somit setze ich die Produktionsmitarbeitenden in einer grösseren Gefahr aus. Das beschäftigt mich. Und das heisst, was überlegen Sie sich? Ja, mit der neuen Situation, die wir jetzt haben, von den Zulieferpartnern von Italien, dass auch eventuell eine Schliessung von der Produktion in Weggiss-Szenario sein kann. Also das überlegen Sie sich nur schon proaktiv, um die Mitarbeiter zu schützen? Ja, das ist auch einer der Aspekte drin. Ja. Also es ging um eine zweiwöchige Schliessungsphase oder länger? Sagen Sie mir das. Ich weiß es nicht. Es ist schon was am Übermachen. Wahnsinn. Vor allem, wenn man den Verlauf anschaut, dass sie fast überhängen. Ja. Auf einer Seite willst du es gar nicht sehen, auf der anderen Seite, wenn du genau das ignorierst, dann laufst du komplett rein. Und das sind halt auch die Tatsachen, die wir unsere Entscheidungen wollen und müssen mit integrieren. Aber es tut schon nicht gut, die Seite. Ich spüre es oftmals bei mir selber, wenn es so eine Kumulierung von verschiedenen Sachen gibt. Und das auch und das und so. Dann bin ich auch manchmal nicht so entspannt und super positiv. Aber ich versuche es. Ist das jetzt Ihre schwierigste Phase, die Sie haben, seit Sie da Chef sind? Also das hat es noch nie gegeben, dass Gesundheit und die Wirtschaft verschmelzt in einer Krise. Das ist außergewöhnlich. Jason? Hey! Hallo Jason! First time since you. Das erste Mal ohne Maske. Ah, oh, jetzt mit. Skypen mit seinem chinesischen Partner. How are you? Ohne das kann ich nirgendwo hingehen. Du bist grün. Grün heißt, dass ich nie an einen gefährlichen Ort gehe. Wenn ich nach Taipei gehe, wird es gelb. Dann muss ich 14 Tage zu Hause bleiben. Sehr konsequent. Wir sind überwältigt von den Ereignissen in Italien. So big issues. Of course, you recognize this north of Italy, but this is not far away from Switzerland. So we are facing. Wir erleben schwierige Zeiten, weil wir viel weniger schnell handeln verglichen mit euch. Compared to what you have done in China. Das ist keine normale Krankheit. Sie ist sehr leicht übertragbar. Was schlägst du vor? Soll ich die Firma schließen? Ich empfehle euch, halbiert die Belegschaft. 50% im Betrieb, 50% zu Hause. Und nach 2 Wochen wechseln. Thank you. Bye, Jason. Ich kann mich erinnern, vor 3-4 Wochen, wo wir mit dem auch eins telefoniert haben und sie da alle verhüllt sind in Masken und Schutzbrillen und alles. Ich habe das so nicht ernst genommen. Und schauen Sie an heute, oder? Ja. Aber jetzt sind wir gefordert, oder? Also du hast ihm seinen Markt fad an. Zieh dich dran, er hat Opportunities. Und ja.
Und wir wollen zutun. Und der Ansatz finde ich jetzt auch nicht so schlecht. 50-50. Tankherum müssen wir auch mit der Optimierung, die wir gemacht haben, die letzten Jahre, wir haben nicht die Kapazität für die Hälfte daheim zu haben. Also die Produktivität wird fast nicht aufrechterhaltbar sein. Maschinen für den Großkunden Starbucks. Doch aus den USA die nächste Hiobsbotschaft. Starbucks muss Filialen schließen. Ist die Gesundheitsbehörde national organisiert? Aha, auf kommunaler Ebene. Darum ist alles unklar. Das macht alles noch viel komplizierter. Unplannable. Thank you. Bye-bye. Und es ist auch für Starbucks eine Blackbox. Er sagt, also fokussiert euch auf Asian Pacific, also wirklich auf den asiatischen Markt. Schaut, dass ihr da dass die Produktionskapazität, die wir jetzt für Amerika reserviert haben, vorsorglich ihr für Asien solid einplanen. Also Amerika jetzt gar nicht mehr liefern? Er hat noch die Bestellungen offen, hat sie noch nicht gecancelt. Das könnte er. Tendenziell, sage ich jetzt, nach dem Gespräch müssen wir davon ausgehen. Massimo Bonzi hat inzwischen umgestellt auf Takeaway. Am 1. April haben wir gedacht, machen wir etwas. So die Leute sehen auch, der Osteria Santo Bevitore ist noch aktiv mit neuen Ideen von Takeaway. Mal schauen, wie es funktioniert. Allora! Müssen wir zuerst schauen, wie die Leute reagieren, weil die jetzt im Moment, ich glaube, der Takeaway macht ganz viele Restauratoren. Dann will auch nicht, das ist nicht etwas zu verdienen, nicht etwas, ist einfach etwas für uns, wo können wir etwas so machen, weil jetzt plötzlich fünf Monate zu Hause am Abend, das ist ganz eine andere Leben. Die ganze Familie hilft. Sind wir beide einfach daheim gewesen und das ist schon schwierig, aber er ist noch gut. Bis jetzt ist es noch gut gegangen. Daheim zusammen. Schwierig zusammen mit dir und den Kindern und alles. Okay. È più bello di così. Non ha mai tempo. Guarda che passiccio. Finanziato ist natürlich etwas tragisch. Etwas tragisch, weil im Moment gibt es nicht zum Zahlen. Der Personal, der die Kurzarbeiter muss aber trotzdem zahlen. Contributi, come si chiamano in tedesco? Sozialleistungen. Zum Glück haben wir wirklich gut gearbeitet in den letzten 8 Jahren. Zum Glück haben wir eine gute Reserve. Zum Glück. Ist einfach schade, das geht weg. Es ist etwas, wo jeder Restaurateur, also ich glaube, irgendwann müssen wir wieder anfangen. Weil sonst machen wir alle zu. Allora, Terry! La panna! Prego, capo, tieni. Grazie. Dove? Allora, questo è Bologna Mon Amour, è uno dei... Poi abbiamo la panna. Ok? I paccheri. Schlimm. Den Monat ist sicher halbe Millionen weniger Umsatz. Alle Kunden sind weg. Hai fame? Toscano, Samignato. Heute war der erste Tag mit Takeaway. Null, kein einziger Kunde. Null. Niente, oggi faccio, al limite mangiamo noi e via. Was wir heute erfahren haben aus dem Tessin, ist es wirklich dramatisch. Sie kämpfen jetzt genügend, Intensivbettenstationen zu haben.
Kann vielleicht ein Ausgangsverbot oder eine Ausgangseinschränkung, wie zum Beispiel im Kanton Uri, wo über 65-Jährige nur noch in Spezialfällen raus dürfen? Wir wissen, dass das Virus im Moment sich weiter verbreitet. Deshalb haben wir heute Morgen beschlossen, die sozialen Kontakte weiter einzuschränken, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Dann macht's auch. Meine Damen und Herren, werden die spontanen Versammlungen von mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum verboten, im gesamten Land. Das ist immer noch zu viel. Die Spontaner? Ja. Was heisst die Spontaner? Also wenn wir uns auf der Straße begegnen, die wir doch einfach alle Kontakte verbieten. Das ist doch das Einzige, was jetzt nützt, Ausgangssperre. Ja, ist es so. Und die Double hocken immer noch draußen und spielen auf dem Kinderplatz und trinken das Bier miteinander. Also eigentlich macht das gar keinen Sinn, was wir machen da so. Naja, es bringt nicht viel. Und der Bundesrat will, wenn immer möglich, will keine Ausgangssperre für die Schweiz. Zu unserer Freiheit gehört ganz auch die Bewegungsfreiheit, aber dafür brauchen wir, dass die ganze Bevölkerung jetzt mitmacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich ein bisschen mehr Härte und auch ein bisschen mehr Grösse von den Schweizer erwartet. Also ich meine, es passiert seit einer Woche nichts, die Leute sind immer noch draußen. Und jetzt hat man die Möglichkeit gehabt, zu sagen, die Leute bleiben einfach alle zuhause. Jetzt haben wir eine Beschränkung auf 5 Personen. Also wir haben bei 50 angefangen, sind aber auf 10, gehen auf 5. Das löst uns das Problem nicht. Wir müssen radikal handeln. Daniel Kochs Hunde sind zurück aus dem Hundehort. Sie helfen natürlich in der Krise, weil man muss mit ihnen raus spazieren. Und eben so eine Woche machen wir noch ein bisschen Sport. Nicht so lang. Viertelstunde, halbe Stunde. So. Das ist Erholung vor. Kurz vor der Krise hat er sich noch eine weitere Hündin gekauft. Das war vorgesehen für die Zeit nach Corona. Weil sie ist wirklich noch jung und natürlich völlig unbändig und braucht noch etwas Erziehung. Die habe ich jetzt keine Zeit, darum will sie auch ein unerzogener Hund sein. Daniel Koch. Jahrelang arbeitete er in Afrika als IKRK-Delegierter, unter anderem in Sierra Leone während des Bürgerkriegs. Zurück in der Schweiz kämpfte er gegen die SARS-Pandemie. Und jetzt plötzlich steht er im Rampenlicht. Ja, ist natürlich ein bisschen ungewohnt, oder? Plötzlich so viel Aufmerksamkeit, viele Leute, die mich anreden. Sehr ungewohnt, ja. Das, wenn die Leute immer noch die gleichen Fragen hätten, muss man halt noch einmal antworten, noch einmal erklären. Ich glaube, eines vom Wichtigsten ist wirklich, dass die Bevölkerung weiss, um was das geht. Ich glaube, solche Ereignisse und solche Krankheiten, die sind Gott sei Dank nicht so häufig. Dass es jetzt so stark gekommen ist, das ist ja vielleicht wieder einmal nachher gewesen. Ich kann es schwer sagen. Ich denke, die Natur hat halt immer wieder Überraschungen parat. Und jedes Land, jede Gesellschaft muss mit dem Problem umgehen, so wie es dem Land und der Gesellschaft entspricht. Und wir probieren es auf unsere schweizerische Art zu machen. Das heisst? Den Leuten erklären. Das heisst, nicht extrem sein und probieren, zusammen mit der Bevölkerung die Situation zu meistern. In etwa 5 Minuten wird der erste Patient hier reinkommen. Der erste Patient wird jetzt intubiert.
reagiert, hat Atemnot, ist unter 100% Sauerstoff und hat dann ist schlechte Blutgase. Aber er ist sicher bestens versorgt, weil es so viele Leute hat, die sich jetzt um ihn kümmern. Das kommt alles zusammen gut. Das ist einfach so, im Moment reicht ihre Lungenfunktion nicht aus, um genug Sauerstoff aufzunehmen. Und das ist nicht gut für ihr Herz, weil sie da ja auch eine Krankheit haben, ja? Längere Zeit. Und ja, deswegen sind sie auf die Intensivstation verlegt worden. Beatmung ist wahnsinnig schwierig. Das Problem ist nicht, einfach Luft in den Patienten zu bringen. Das kann man mit sehr viel Gewalt. Sondern man muss das so schonend und sanft machen, dass man die Lunge nicht zusätzlich schädigt. Und das ist schlussendlich eben, das Schwierige. Ich glaube, es läuft gut. Es sind sehr viele Menschen, die gerade diverse Aufgaben machen. Es ist ein bisschen schwer zu koordinieren, wer was übernehmen soll. Aber ich glaube, das regelt sich jetzt gerade alles. Das pendelt sich jetzt gerade ein. Also vorsichtig zuversichtlich? Vorsichtig zuversichtlich. Wir haben weiterhin steigende Fallzahlen. Es sind jetzt 8000 positiv getestet worden und leider schon 70 Personen verstorben. Amtswirtschaftsarbeit, grüezi. Grüezi, da ist Schaub. Grüezi, Frau Schaub. Ich habe eine Frage. Und zwar bin ich Coiffeuse und weiss nicht genau, was ich jetzt machen soll, kann. Ganz klar. Aber im Prinzip können Sie im Moment gar nichts machen, Sie müssen abwarten. Okay. Sie müssen abwarten, was der Bundesrat heute hoffentlich uns irgendwann mal mitteilt. Am Nachmittag wahrscheinlich ist ja irgendwas geplant, ob Sie von Kurzarbeit eventuell profitieren, beziehungsweise ob Sie da eine Entschädigung rausbekommen. Okay. Für Kurzarbeit anmelden kann ich mich oder nicht? Nein, noch nicht, denn es ist nicht klar, ob es wirklich über Kurzarbeit läuft. Ah, okay. Das heisst für mich konkret abwarten und Tee trinken. Einmal mehr, seit dem Dienstag eigentlich, abwarten, Tee trinken, hoffen, dass das Beste daraus gemacht wird, daraus rauskommt. Die leere Primarschule Oberuster. Einzig Schulleiter Ernesto Archa und ein Mitarbeiter sind noch hier. Sie bereiten Laptops zur Ausleihe vor. Also das sind Formulare. Dann schreibst du hier die Inventarnummer auf. Hast du die Liste, oder soll ich das in der Luft tun? Ja, die brauche ich. Das ist der Laptop. Ist der da? Ja. Anja Kauf holt zusammen mit ihrem Sohn einen Laptop ab. Das Passwort hast du auch da auf dem Handy? Nein, ich weiß es nicht. Die haben nicht so viel Kompi. Weil mein Bruder braucht den Kompi, meine Schwester braucht den Kompi, meine Mutter braucht den Kompi, also müssen wir ja. Jetzt hast du deinen eigenen? Ja. Ich habe 3 Kinder. Und es war so etwas schwierig, sie zu motivieren, da über Stunden, dass sie daran arbeiten. Ja. Tschüss. Gehen wir heim. Mama. Ja, Finn? Musst du wieder einloggen? Na, warte, was haben wir gehabt? Da unten ist das Passwort. Du geschieht so. Jetzt bist du wieder drin. Thank you. Jetzt kannst du anfangen da. Machst du ein bisschen von dem jetzt, eine halbe Stunde? Willst du nicht? Etwas anderes. Willst du etwas anderes machen? Meine Mutter ist meine Lehrerin. Aber manchmal ist mein Vater. Weil ja manchmal muss meine Mutter in Arbeit. Die Lehrer in der Woche haben gearbeitet und haben ein paar Nachrichten geschickt. Und muss ich glaube noch 2-3 Sachen ausdrucken.
Bald muss die Pflegefachfrau wieder ins Spital zur Arbeit. Es ist mit Ungewissheit, wie es weitergeht. Kommt jetzt der Peak, kommt der nicht, wo immer alle davon reden? Ja? Fragt den Discard Point away. Dann werden wir jetzt überrennt. Werden wir jetzt 12-Stunden-Schicht schieben oder nicht? Es ist eher so etwas angespannt. Anna, I have it again. Okay, super. Ich finde, sie sind viel zu wenig draußen. Das macht mir am meisten Sorgen von dieser ganzen Krise. Sie haben kaum Bewegung. Ja, wenn die ganze Energie kommt. Nein! Wie ist es mit eurer Energie? Ja. Wir haben mehr Zeit. Ja, mehr Zeit zusammen, aber auch nicht gestritten. Ja. Und vor allem am Anfang hat es sehr, sehr viele Reibungen gegeben, als das Ganze angefangen hat. Ja. Es ist gar nicht mehr so ein Kollege, der ein Tischten ist. Tisch hat aber jetzt darf ich natürlich nicht. Das vermisse ich schon. Ja, schon ein bisschen. Mama, es ist Mittag. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich gemacht. Ja, ist schon Mittag. Oh, schon 12. Schon 12. Okay, gut. Ich muss ja nur aufwärmen. Tust du helfen, tischen? Okay. Ja? Es geht nicht. Ich kann es nicht abkürzen. Ja, das weißt du, sie ist das erste Move. Du musst ein bisschen Geduld haben mit deiner Lehrerin. Sie ist das erste Move bauen. Das kommt dann schon. Tina, was machst du da? Ping-Pong-Challenge. Wie geht das? Man muss mit dem Tischtennisschläger an den Böllen probieren, durch das Loch durchschießen. Hast du es schon mal können? Einmal habe ich es geschafft. Okay, Asse! Lini! Sitze da hin. Doch. Oh, ist nicht gut. Doch. Ich glaube, das Mutter habe ich geraten. Mama kann mir helfen. Wie musst du den abgeben, den Aufsatz? Kann ich glaube am Mittwoch, also 1. April. Das ist schwierig. Ja, sie sind oft immer alle da. Und, manchmal ist es schon kompliziert. Wir verstehen es vielleicht so nicht so. Die Teenage-Zeit ist schwierig, wenn alles zusammen sein, no? So, also, wenn sie sprechen und dann streiten und dann. Streiten. 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 So, wir müssen Polizei sein, Judge sein, Krankenschwester und alles zusammen hier. So ist ein bisschen Lehrer, genau, Lehrer. Es gibt keine Helpdesk, so wir müssen lernen schnell. Oh? Hast du noch Wäsche? Ja, musst du ein bisschen laufen, Anna, weil es heiß. Ja, nein, es ist immer ein Kampf. Normalerweise tun sie nicht abwaschen, wenn sie in die Schule gehen. Es langt damit die Zeit nicht dazu. Und jetzt haben wir seit ein paar Wochen haben wir angefangen, dass sie mithelfen müssen mit dem Abwaschen. Etwas gut vom Virus. Wir bleiben hier. Ja? Wir müssen reden. Wir können sprechen. Was ist gut, was ist nicht gut. Und es gibt keine Chance weg. No? Zu einer anderen Alternative. Wir müssen hier. Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist für uns das Beste. Die 10 Milliarden, die der Bundesrat bereits gesprochen hat, sind als Soforthilfe zu verstehen. Der Bundesrat weiß, dass es noch mehr Mittel brauchen wird. Der Bund stellt 20 Milliarden Kredite zur Verfügung für Bürgschaften. Über 40 Milliarden Franken. Das ist die Summe, die im Moment für die betroffenen Menschen und die Wirtschaft in der Schweiz zur Verfügung stehen. Fischo. Angenehmer, dass man weiß, es wird einem geholfen. Man sucht sich ein Tagesziel,
Also ich jetzt einmal, damit mir nicht die Decke daheim auf den Kopf geht. Ich probiere so gut wie möglich den Alltag irgendwie ein bisschen beibehalten. Und damit du auch irgendwo einen geregelten Alltag ein bisschen hast. Zum einen arbeite ich mega gern. Da fehlt mir mega. Und der Kontakt mit den Leuten. Es ist halt wirklich, du bist mehr oder weniger nur daheim. Und du musst daheim irgendwie Zeit totschlagen. Ich habe alles geputzt. Ich weiss nicht mehr, was machen irgendwann. Und wenn das weitergeht, muss ich mir alles neu wieder quasi zusammenstellen. Hallo. 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 Ich kann eure Hallos nicht so auseinanderhalten, aber hallo. Jetzt müssen wir alle ruhig sein, wie im Unterricht. Alle sitzen und aufstrecken. Nein, nein, ich will zuerst mal schauen, ob ich euch alle schnell höre. Habt ihr alle eure Mathe-Sachen vor euch? Ja. Zwischen Lehrerin Melania Marti und ihrer 5. Primarklasse in Uster liegen 20 Kilometer. Wir machen die gleichen Regeln wie in der Schule. Wenn jemand redet, sind alle anderen ruhig. Ihr habt euch diese Woche mit dem Thema Runde beschäftigt. Scheisse. Hört ihr mich noch? Wer will etwas sagen? Was hast du gesagt? Habt ihr mich gehört? Nein. Nicht. Meine Frage war, an was, was muss man gut können? Dezimalzahlen. Ist das Ramona? Und was noch? Also. Ihr Ehemann, ebenfalls im Homeoffice, kommt ihr zu Hilfe. Das ist natürlich nicht, wenn du da bist, ist ja logisch. Frau Marti? Ja? Muss man sein Heft reinzeichnen? Ist egal, irgendwo. Nimmst einfach ein Blatt. Frau Marti? Ja? Was soll ich jetzt machen? Eine Stellenwerttabelle? Okay. Also, meine Lieben, irgendjemand fordert mich die ganze Zeit stumm schalten. Kann das sein? Ist noch praktisch, wenn man eigene IT-Support haben hat. Es ist mega praktisch, wenn man so unterstützt wird, ja. Ich denke dann immer, oh Mann, die armen Eltern, die das nicht haben. Ich bin mega froh darum. Also, ich hätte schon ein paar Mal müssen kommen, mich retten. Wirklich. Dann würde ich sagen, dann brechen wir die Übung hier ab. Schön, dass ihr alle vorbeigeschaut habt. Danke vielmals. Arbeitet gut. Tschüss zusammen. So eine Lehrerin am Rande des Nervenzusammenhangs. Also jetzt war es gerade schon ein bisschen tricky. Ja, irgendetwas haben, ich glaube, man kann sich gegenseitig reinfunken und einander lautlos stellen. Und so. Und ich glaube, das haben die einen gemacht, aus Versehen wahrscheinlich. Und darum hat man mich mega oft nicht gehört. Ich glaube, was sicher hilft, ist, wenn wir irgendwann ein Mittel haben, um miteinander zu telefonieren, wo man einander auch sieht. Also, dass ich wirklich dann kann sagen kann, gut, jetzt zeige ich etwas, wie man Mathe, dass ich wirklich auch eine Einführungslektion kann machen am Computer mit allen live dabei. Das geht jetzt momentan noch nicht. Ja. Marti? Hallo. Hallo? Da ist Hassan. Hoi Hassan, hallo, guten Morgen. Ich bin gerade in Discord hineingegangen, aber da steht irgendwie Freunde hinzufügen. Was muss ich jetzt da machen? Freunde hinzufügen? Nein, das musst du gar nicht machen. Du siehst auf der rechten Seite alle Kinder, die schon am Telefon, die schon miteinander am Schreiben sind. Nein, da hat es nichts. Da hat es nichts. Vielleicht sind wir falsch hineingegangen. Mhm. Ich komme ein Telefon über von Eltern, die irgendetwas nicht installieren können. Es ist schon sehr herausfordernd. Vor allem bin ich einfach völlig darauf angewiesen, dass entweder das Kind oder die Eltern können helfen können, um die Programme zu installieren, um ein Word-Dokument abspeichern und das per Mail schicken. Das ist natürlich schon sehr herausfordernd für gewisse Eltern und auch für gewisse Kinder. Gell, aber Juli, du weißt, du darfst auch mir jederzeit anrufen, wenn du mal eine Frage hast. Ja. Wenn du mal nicht warten willst, bis der Papi daheim ist oder so.
Ja. Weil ich auch keine Heim und warte, bis mir irgendjemand anruft und etwas von mir erklärt ja. haben. Hören wir später nochmal. Ja. Tschüss! Unser Auftrag ist, die Patienten, die mit Verdachtsfällen kommen, die zu testen. Also wir sind sehr dankbar für den Assistenzdienst der Schweizer Armee. Wir konnten Personal von uns, also vom Unispital, zurückziehen, das jetzt eins zu eins ersetzt wird durch die Soldaten. Auch anderswo sind die Soldaten im Einsatz. Ja, es ist sicher noch mal ganz anders als im WK oder so. Und gerade speziell jetzt mit den Schutzmassnahmen, mit den Hygienemassnahmen, ist noch mal eins deutlich strikter. Geht's noch gut? Besser. Sehr gut. 125 auf 80, 98 Sauerstoffsättigung. Perfekt. Die Arbeit des Pflegepersonals sieht er nun mit anderen Augen. Es ist sehr viel Stress, lange Arbeitstage. Also großer Respekt, jetzt mal am eigenen Leib zu erfahren, wie das ist. Das merkt man sofort, dass es nicht ein WK ist. Es ist auch organisatorisch ist es völlig anders abgelaufen. Man hat das Gefühl, dadurch, dass es ein ernster Einsatz ist, ist die Motivation der Soldaten viel höher. Die Kameradschaft ist auch noch mal grösser. Jetzt ist man da etwas abgerutscht. Thermoplan Weggis. Für Geschäftsführer Adrian Steiner ist nicht mehr der Lockdown in Italien das große Problem, sondern die Lage im eigenen Betrieb. Wir haben leider einen Verdachtsfall mehr in der Produktion, wo wir heute das Resultat werden, also die Person ist genau gestern getestet worden und heute im Verlauf des Tages werden wir dann den Bescheid bekommen, ob sie positiv oder wir hoffen natürlich negativ ist. Also jeden Tag verändert sich die Ausgangslage und das ist sehr anspruchsvoll für das ganze Team, für die Organisation. Da virtuell dabei. Herzlich willkommen zu unserem Mittwoch-Update zum Corona-Dashboard. Wir sehen die Entwicklung der Ansteckungsfälle. Definition: Wenn wir eine Schließung in Betracht ziehen, ist so, dass wenn wir innerhalb von einer Woche 3 bestätigte Fälle haben. Und oder wenn wir jetzt 3-mal die Selbstquarantäne mit anderen Personen, die in Kontakt sind und so weiter und so fort, das würde uns ja zu einem grossen Teil beeinträchtigen der Produktivität. Ich finde es gut zu sagen, bei einer Zahl sind die 3, dass wir dann wirklich etwas ziehen. Eine Gesamtschließung jetzt in einem Fall wäre mit dem Wissen, das ich heute und jetzt habe, überreagiert. Oder anders gefragt, jetzt nur schon in diesem Raum, habe ich mich jetzt heute gefragt, da sind jetzt, glaube ich, heute 7 Leute gewesen, wir zu dritten noch vom Fernsehen. Man sagt ja, keine Versammlungen über 5 Personen. Geht denn das überhaupt noch? Oder setzen wir uns jetzt da schon ein Risiko aus? Ja, Sie haben schon recht. Es ist ein Risiko. Also dürfen wir überhaupt noch über 5 Leute in einem Raum haben? Bei uns im Fernsehen schon am Schnitt ist, wenn 2 Leute sind, müssen sie Masken tragen. Ja, ist ein guter Punkt. Aber eben die Unsicherheit, also mir macht jetzt das halt auch Angst. Ihnen macht das jetzt vielleicht weniger Angst. Oder als Unternehmer darf man ja vielleicht auch nicht zu viel Angst haben. Ja, also ich zeige sie natürlich nicht. Das ist schon. aber ich spüre das natürlich in meinem Umfeld. Wenn ich jetzt am Abend daheim, morgen zum Haus ausgehe, ich spüre, wie das meine Frau und meine Kinder belastet tut. Wenn ich da gehe und mich dieser potenziellen Gefahr aussetzen tue. Meine Frau ist sicher vorsichtiger. Auch selbst ein bisschen ängstlicher als ich. Anruf bei der BAG Hotline.
Er will Klarheit über Sitzungen in Zeiten von Corona. Ihre Hotline. Aufgrund des zunehmenden Informationsbedarfs haben wir derzeit viele Anrufe und wir entschuldigen uns für die Wartezeit. In der Schweiz nimmt das Risiko zu, sich mit dem neuen Coronavirus anzustecken. Das neue Coronavirus wird hauptsächlich bei engem und längerem Kontakt übertragen. Wenn man zu einer Er geht zu den Mitarbeitern von Alessio, dem Mann mit Verdacht auf Corona. Ja, fällt immer wieder einer aus und heisst es halt für zwei arbeiten. Das ist so, Vollgas. Jetzt der Fall vom Montag, oder jetzt wie gesagt, heute können wir ja Bescheid über, ob der Mitarbeitende positiv oder negativ ist. Und du warst ja auch in der Nähe von ihm gewesen, hier im Wareneingangsbereich. Ja. Belastet dich das? Nicht unbedingt. Ich bin für mich gesehen nicht in der Risikogruppe. Ich bin noch zu jung. Und ja, wir sind nicht neu miteinander zusammengestanden, von dem her, nein. Wissen die Leute da, dass jetzt Alessio... Nein. Ja. Also ich habe jetzt vorhin das erste Mal gehört von dem. Steiner will erst alle informieren, wenn ein Verdachtsfall positiv getestet ist. Das wären vielleicht ungefähr 20 Leute, die man dann alle rausnehmen und in Quarantäne setzen. Informieren, noch ein Sie wissen ja dann auch selber, wie lange das Kontakt hatten oder nicht. Und dann entscheiden wir zusammen, wo das selbst Quarantäne Sinn macht und wo nicht. Ja. Also der Mitarbeiter soll eigentlich entscheiden, ob er das Gefühl hat, es ist für mich besser, ich bleibe zu Hause. Absolut, oder? Absolut. Als BAG erreicht, war noch interessant. Sie haben gesagt, 5 Personen, die Gruppe sollte nicht grösser sein, dass das eigentlich auch für Sitzungen gelten sollte. Okay. Natürlich haben wir auch virtuell, dass wir 2-3 draussen haben. Und das ist ja keine Sache. Ja. Ah, super, ja. Dann ein Anruf der Personalchefin. Ja, es wird uns nicht langweilig. Also ich versuche jetzt noch einmal Alessio zu kontaktieren, ob er etwas gehört hat. In der Zwischenzeit hat sich jetzt am Vormittag, sprich am Mittag, ergeben, dass ein anderer Mitarbeiter von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung jetzt Symptome hat. Und wirklich jetzt auch mit Fieber und wieder heimgegangen ist. Und der Arzt jetzt ihm 10 Tage Quarantäne, plus seiner Frau und der Zwilling hat er, glaube ich, sogar verschrieben hat. Der Test ist noch nicht angeordnet worden. Wir müssen jetzt hier auch wieder warten mit dem Informieren und Kommunizieren. Wir dürfen oder erst kommunizieren, wenn es bestätigt ist. Die Personalchefin meldet sich erneut. Er hat es wirklich nicht. Definitiv. Also der Gott sei Dank. Ja. Ich bin jetzt auch leicht in Strauch reingekommen. Ja. Weil wenn jetzt der und dann auch, und eben jede Theorie, die wir vorher diskutiert haben, nützt die Selbstquarantäne überhaupt etwas? Ich meine, dann musst du nachher alles hinterfragen. Machen wir so weiter wie gehabt. Ja. Und die Leute beruhigen. Ja. Ciao, Brigitte. Tschüss. Also positiv, er ist negativ. Er ist negativ getestet. Ah, super. Geduld nicht verlieren, Nerven nicht verlieren. Das BAG, das ist mein roter Faden und mein Grashalm, wo ich mich dran habe. Und ich setze alles dran, dass ich mir auch sich dann nicht verlieren, obwohl es manchmal nicht einfach ist. Und noch kurz informieren, der Fall von Alessio ist nicht positiv getestet worden. Also alle, die irgendwo in Kontakt mit ihm waren, keine Gefahr. Du daheim. Leute, nein, ist kein super, ja. Merci vielmals. Bitte bleibt zu Hause. Es würde auch für alle gut sein, dass für einmal ein Jahr es gibt keinen Stau am Gotthardtunnel dieses Jahr am Ostern. Im Moment sind 280 Patienten unter einem Beatmungsgerät. Und das ist für eine Schweiz doch enorm viel. Wenn man sich das vorstellt, das sind 280 Patienten, die um ihr Leben kämpfen und
Hunderte von Pflegenden, die das ermöglichen. Eins, zwei, drei. Alle bereit? 90 Grad. Eins, zwei, drei. Wir haben heute Samstag, den 28. März. Ich war jetzt gerade auf dem neuen Beihof unten. Dort haben wir jetzt 3 Patienten. Ganz ruhig atmen. Mal die Hand festdrücken. Sie sind auf der Intensivstation. Also es sind sehr anstrengende Zeiten im Moment. Es ist wirklich so, die Patienten sind sehr, sehr instabil, sehr, sehr aufwendig. Jetzt haben wir gerade eine Reanimation gehabt, zum Glück bis im Moment erfolgreich. Eventuell müssen wir sogar operieren auf der Intensivstation. An einem anderen Bett gleichzeitig eine Einlage von so einer externen Lunge, in Anführungszeichen, das ECMO. Wir sind extrem am Rotieren. Der ist jetzt gar noch nicht gut. Er braucht noch Zeit. Wir haben weiterhin konstant steigende Zahlen. Das hier ist das typische Bild. Patient in Bauchlage. Teilweise wirklich schwierig zu beatmen. Braucht sehr viel Aufwand, sehr viel Pflege. Aber meistens hilft das auch viel. Wir müssen gewisse Tiefen, Talsohlen, die man durchschreitet, müssen wir irgendwie einfach akzeptieren und durchhalten. Es braucht teilweise sehr, sehr viel psychische Kraft und Ressourcen. Vor allem denkt immer, jetzt geht es dann gerade nicht, jetzt müssen wir den Patienten gerade nicht mehr heben. Und nachher irgendwann wird es wieder ein bisschen besser. Kurze Frage, wir haben eine Anfrage aus dem Kantonsspital Chur zur Übernahme von einem Patienten, der ein Beatmungsproblem hat, fraglich ECMO. Im Moment braucht es gerade noch nicht. Vielleicht kommen wir auch darum herum, wenn wir ihn bei uns übernehmen. Ist aber außerkantonal natürlich, oder? Jetzt weiss ich nicht, du bist ja mit der GD in Kontakt. Gut, danke vielmals. Ciao, tschüss. Okay, es wird kompliziert. Wir erwarten auch mehr Patienten, wahrscheinlich ab Anfang nächste Woche. Und es wäre natürlich gut, einen Testlauf zu haben, um zu schauen, ob wir auch dort alles parat haben, was wir vorbereitet haben. Wir haben aber ein Riesenglück im Kanton Zürich. Die peripheren Spitäler, die machen wirklich eine gute Arbeit, die übernehmen sehr viele Patienten. Und wenn wir das nicht so hätten, hätten wir jetzt wahrscheinlich ganz andere Zustände hier am Unispital. Die helfen uns sehr und da bin ich sehr dankbar. Ja. Im Moment sind unsere Zahlen stabil und ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Von dem her bitte keine weiteren Ansteckungen. Bitte passen Sie auf. Bleiben Sie daheim. Halten Sie den 2 Meter Abstand ein. Und gehen jetzt nicht, wenn es so schön Wetter ist, in der Gruppe voraus festen. Oder auch daheim in der Wohnung Einladungen machen. Sondern bleiben Sie unter sich. Natas im Oberwallis. Trauerfeier für Tini Gertschen. Wegen Corona dürfen nur 12 Personen teilnehmen. Die Kirche mit 500 Sitzplätzen ist praktisch leer. Im Namen von allen, die gerne hier wären. Im Namen von allen, die eben mittragen in der Trauer und im Glauben zu wiedersehen. Im Namen von Ihnen allen.
ist er es ganz aufrichtig und herzlich beileid. Der Herr ist mit euch. Also ich glaube, auch das, was die Verwandten in dieser Familie und euch in allen drei Familien jetzt gerade zeichnet, ist, dass niemand da ist, der nicht das Beileid weisen kann. Also, dass man euch jetzt in der Messe, der Pfarrer vorne steht wie immer, dass die Verwandten in der Bank verteilt sind, auch nicht so nah nebeneinander, wie sonst in der Beerdigung sind, die einander abkommen, mal in den Ohren nehmen. Und das Gespürend hinter ihr sind die ganzen Bankleere. Das fehlt jetzt in der Kirche, vor allem auch gerade in der Trauerphase stark. Dass man wirklich auch gläubig spürt als Trauerfamilie, wir sind alleinzig. Es sind zwar Schuppeliden in der Pfarrei da, die jetzt gerade in diesem Augenblick für die Familie beten, aber sie können es nicht physisch zeigen. Die Trauerfeier wird per Livestream übertragen. Wer nicht in die Kirche darf, kann im Internet dabei sein. Auch das Traueressen entfällt. Da sitzt man zusammen, geht zum Mittagessen. Und meistens ist hier am Schluss der Ö relativ eine gelöste Stimmung. Das ist ein Zeichen von, wir sind im Leben und das Leben geht weiter. Das fehlt, aber es fehlt euch das im kleinen Raum. Wir haben jetzt heute noch der Urnenbeisetzung. Geht man sicher als Familie mindestens das Koffer rein oder nur das Mittagessen. Das kannst du einfach nicht. Auch Eugen Habecker leidet unter dem Alleinsein. Ich habe angefangen, mehr zu lesen, weil ich auch nicht alle vor dem Affenkasten hocken. Das ganz Schlimme ist eben, dass ich nicht mehr zu der Frau in Pflegeheim. Das war praktisch jeden Tag drin. Wir sind jetzt ein Alter, sie war jetzt 92. Und ich werde ein Jahr 91. Dann muss man auch schauen, wie man drankommt. Wie lange haben Sie denn Ihre Frau jetzt nicht gesehen? Ja, seit jetzt da die Sperre ist, 2 Wochen mal sicher. Nicht sonst bin ich im Alltag rein. Eine Woche können wir telefonieren. Letzte Woche haben wir mal eben Skype. Da können wir schauen. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Gibt es irgendetwas, was Sie ganz besonders vermissen, jetzt, wo Sie sie nicht sehen können? Was ist das, was Sie am meisten vermissen? Ja, die Nähe von der Frau und alles. Wir sind jetzt seit 65 Jahren geheiratet. Was will man machen, denn plötzlich allein, nicht? Spitex-Mitarbeiterin Anja Schneider. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sie viel zu tun. Denn oft bleiben Patienten lieber zu Hause, statt zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen. Und weil auch Angehörige zu Hause bleiben müssen, sind die Spitex-Mitarbeiterinnen vielfach die einzigen, die Betroffene besuchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann auch nicht die Frau besuchen. Das stimmt. Wollen wir noch telefonieren miteinander? Ja, tun Sie jeden Tag. Praktisch, ja. Ja. Wir brauchen mehr Zeit für unsere Einsätze, weil wir einerseits mehr Zeit brauchen für die Umsetzung der Schutzmassnahmen. Und andererseits sind wir ja häufig auch die einzige direkte Kontaktperson, die die Leute haben. Und sie schätzen den Austausch mit uns sehr. Machen wir noch den Verband. Ja, die sind hoffentlich bald einmal fertig. Ich habe jetzt lange genug. Ja, ich hoffe es auch. Für die Leute ist
die fast totale Isolation wirklich eine grosse Herausforderung, die auch psychisch belastend kann sein kann. Und wir wollen insbesondere jetzt die Leute natürlich auch unterstützen. Angst. Klar ist mir nicht gleichgültig, aber Angst geht partout. Was willst du machen? Entweder kommt er oder dann kommt er halt nicht. He? Hast du nicht Angst haben? Nein. Da... Denken Sie mehr an den Tod jetzt in diesen Zeiten? Hä? Denken Sie mehr an den Tod in diesen Zeiten? Nein, gar nicht. Gar nicht. Leben noch zu gern. Ja, ja. Ich darf jetzt zum Herrn Birrer gehen, der hier im Alterszentrum wohnt. Und ich gehe jetzt seit dem Anfang einkaufen. Immer am Freitag und am Dienstag. Das ist jetzt so die Routine geworden. Ich muss wahrscheinlich meine Hände reinkommen. Hoi, Robert. Hoi. Wie hast du? Ja, danke. Es geht gut. Ich fühle mich wohl da. Nussbrot, ja. Vier Bürli, ein Schild, weißt du? Ja. Und ein Linzertut, aber eine grosse. Das grosse? Ist gut, ja. Ich lege die kleine drauf. Ja, ja. Genau, ja. Genau. Ja. Weißt du, ich tue immer, was ich brauche, gerade wieder Ersatz ja. zulegen. Ja. Oder? Das ist wie jetzt. Bin ich natürlich froh, dass ich immer gewisse Sachen habe. Ja, selbstverständlich. Und da habe ich es angeschrieben. Das ist gut. Und Cumuluskarte. Ja, klar. Letztes Mal vergessen. Das vergessen, ja. Das wäre eigentlich alles. Ich finde es einfach wahnsinnig toll. Schön, dass die Jungen so etwas machen für die Alten. Oder? Gerade sofort, nicht erst, wenn man es darauf aufmerksam macht. Henrik Mag koordiniert eine Gruppe von jungen Helfern. Bitte fremd wurde, da ist der Henrik. Wir schauen, glaube ich, recht viel. Ja. Wasser da alles. Aber ist gut, ist alles in einem Laden. Ja, hoi Hanna. Du treffen wir uns in den Mikrofonen. Ich bin etwa 5 Minuten dort. Ist gut? Super, bestens. Bis gleich. Ciao. Ciao. Selber von uns. Dort wir unsere Dienstleistung anbieten. Nein, weiter dran. Wo? Gleich nebenan. Hier. Das sind auch mal deine, ja. Es fehlen mir zwei Sachen. Und die Hanna, die den Rest macht, ist glaube ich auch bald fertig. Was ist das? Streuwürze Herba Mare, siehe Bilder. Hast du Bilder? Ich habe Bilder, ja. Und Joghurt M Classic im 6er-Pack gemischt. Das habe ich nicht gefunden. Zweimal haben wir zu wenig Geld gehabt. Oder haben sie uns zu wenig Geld mitgegeben und dann haben wir aber zu schnell vorgeschossen. Und dann haben sie es uns zurückgegeben. Du kennst die Adresse, gell? Ja. Und wenn nicht, lass mich mal an. Hey, wo sind ihr? Hol dir schon das Zeugs. Super, ciao. Wir haben etwa 40 im Moment, die sich auch freiwillig melden. Unter anderem sie dort, die gerade reingelaufen sind. Also es gibt ja viele Leute, die uns Trinkgeld geben wollen. Und wir nehmen es eigentlich grundsätzlich nicht an. Wir wollen die Leute lieber dazu animieren, das Geld zu spenden. Grüezi. Grüezi. Also, ich habe Ihnen alles angelegt. Ja. Danke vielmals. 4 oder 5 Sachen waren ausverkauft. Unter ja, anderem WC-Papier. Jetzt gerade geht es noch. Okay, gut, sonst melden Sie sich einfach noch mal. Wir sind beide über 70. Und meine, also Sabine die hat Asthma, das sollte eigentlich, also wir können nicht mehr posten im Moment, das ist klar.
Also, wir können schon, aber finden es besser, wenn wir es nicht machen. Nein, wir können nicht. Einmal pro Tag gehen wir raus, halt, aber einfach immer mit 2-3 Meter Distanz, wenn uns jemand entgegenkommt, oder? Über 1-2 Stunden laufen wir jeden Tag und so und machen dann da Turnen oder Italienisch oder Klavierspiel oder so. Auf dem nächsten Freitag wieder. Gut. Ja, super, dann meldet sich also nochmal. In dem Fall. Ja, wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ade. Das Video, das du gestern geschickt hast, für das Beatmungsgerät. Man so aus diesen lustigen Arztserien kennt, wo man drückt oder, und das Teil übers Maul hat. Siehst du, dass das auch General Motors dort die Open Source verwendet wird, um die Beatmungsgeräte herzustellen? Adrian Steiner prüft eine neue Idee. Guten Morgen, mein Name. Alles gut? Ja, danke. Ich habe die Anfrage bekommen, am letzten Sonntag von Starbucks, ob wir auch bereit wären, für sie nicht Kaffeemaschinen, sondern auch Beatmungsgeräte zu entwickeln und herzustellen. Okay. Was würdest du zu dieser Idee finden? Ich würde das super finden, mal etwas anderes. Abwechslung. Rein von der Technologie her ist es nicht so unterschiedlich. Wir bauen, was ihr sagt. Wie in aller Welt kommt dann Starbucks drauf, euch jetzt zu fragen, dass ihr ein Beatmungsgerät produzieren sollt. Ich habe das Gefühl, dass auch das Vertrauen in die amerikanische Industrie nicht sehr gross ist. Das haben sie nicht gesagt. Also. Telefonisch schon, aber nicht geschrieben. Also diese Komponenten werden eingesetzt für Beatmungsgeräte. Das haben wir jetzt von dem Zulieferpartner Hydrive auch erfahren diese Woche. Also Sie sind da schon voll in der Abklärung. Sie haben wirklich das Gefühl, das könnte gehen? Als ewiger Optimist auf jeden Fall, ja. Dann gehe ich gerne zum Tom. Zum Vorstellen, wenn wir sozusagen an dem medizinischen Weg da nichts verändern, sondern nur an dem mechanischen Teil etwas machen, das das auf und zu tut, dann ist das sehr ähnlich mit dem, was wir im Labor für Komponententests auch machen. Haben Sie gerade Fragen zu dieser mittelverrückten Idee, Beatmungsgeräte herzustellen? Ich könnte mich das schon noch. Gut, dann ist es so, dass uns aus Italien wirklich einzelne Artikel, Kühlschrank namentlich noch Ende nächste Woche ausgehen. Aber das wirkt sich aus halt auf Mitarbeiter. Im Moment haben wir jetzt immer mehr führige Mitarbeiter. So wie es sich abzeichnet, werden wir nicht darum kommen, auch gewisse Leute müssen den Heizlappen quälen. Das wird auf uns zukommen, da werden wir nicht darum kommen. Wie viel und wenn, das werden wir sehen. Ja, jetzt gehen wir aber in eine sehr... Nein. Wir sind hier als Unternehmer, auch, wir haben eine Verantwortung, wir machen keine Kurzarbeit und wir haben genug Arbeit. Also wenn ich, das kann ich so jetzt nicht nehmen. Und ich möchte auch, dass wir da nur eins über das diskutieren, wir nur eins kreativ werden, aber diese Option sehe ich nicht. Und ich will auch nicht, dass es so kommuniziert wird in der Unternehmung. Wir sind gefordert, das ist uns allen klar. Es ist nie einfach in einer Krise. Aber wir schauen für die Mitarbeiter. Okay. Was möglichst machen, dass wir es sicherstellen. Ja. Dann ruft er Starbucks an. So, to the point. Um es klar zu sagen, es gibt immer noch technische Herausforderungen. Wir haben nicht das Wissen der Medizinalindustrie. Deshalb haben wir Roche als Partner gewählt. Im Scherz sagen wir immer, Thermoplan ist wie eine Pharmafirma. Ihr haltet euren Betrieb so sauber. Es sollte also einfach sein, das Zertifikat zu erhalten. Okay, thank you, Kev. Thank you so much. Thank you so much. Ich überlege mir dann schon oftmals, jetzt vielleicht gerade anhand von diesem Beispiel,
Jetzt ist Thermoplan, wird mir angefragt, ein Beatmungsgerät zu machen. Das ist ja Irrsinn. Ich meine, wir machen ja jetzt unsere Kaffeemaschinen, aber wie kann eine Weltwirtschaft sich so von einem Bedürfnis, von einem Grundbedürfnis, Menschenleben zu retten, entfernen? Das gibt ganz andere Sinnfragen, oder? Da haben wir schon Fehler gemacht. Also wir, ja, da sind Fehler gemacht worden auf der Welt. Oder würden Sie sagen, Globalisierung generell? Also hinterfragen Sie auch Ihr Businessmodell schlussendlich? Ihr seid ja auch international tätig. Das muss ich schauen, was ich sage. Aber ich meine, ich bin ja der ewige Optimierer, oder? Wir sehen da noch ein Potenzial. Und ich sage jetzt eigentlich mit der Finanzkrise, mit der Schweizer Frankenstärke und so weiter, was ist passiert? Die Marge ist immer weniger geworden. Also, und die Marge brauchst du ja dann auch wieder zurückholen und die holst du mit Effizienz, das wunderschöne Wort, Optimierungen im ganzen Fluss. Und dass man da natürlich dort und wo kannst du noch ein bisschen und dort kannst du noch ein bisschen optimieren. Und das haben wir auch gemacht und die Marge ist auch wieder zurückgekommen. Und bereut sich das jetzt in der Krise? Und jetzt holt es uns auch ein bisschen ein. Jetzt sind wir sehr wahrscheinlich auch zu weit gegangen. Sonst würde unsere Produktion nicht nächste Woche keine Kühlschränke mehr haben, wenn ich jetzt das schon auch angetönt habe. Also da haben wir zu fest optimiert. Also ich bin überzeugt, wir lernen sehr, sehr viel aus dieser Krise. Ostersamstag. Daniel Koch unterwegs zur Medienkonferenz. Mit guten Nachrichten. Im Moment sieht es gut aus. Im Moment gehen die Zahlen weiter zurück. Und wenn es so weitergeht, dann kommt es gut. Aber das hängt auch davon ab, wie sich die Bevölkerung weiter an die Massnahmen und an die Vorgaben hält. Theoretisch gehört ihr auch zur Risikogruppe, oder? Nein. Ein paar Monate jung, oder wie? Ein paar Tage jung. Nein, jetzt ernsthaft. Ist das kein Gedanke, was die Krankheit mit euch, mich, wenn ihr es überkämpft? Nein. Warum nicht? Also die Chance, dass ich jetzt nicht schwerer kranke, ist relativ gut. Es ist ja nicht so, dass es gerade das Datum ist. Und also man geht ja nicht durchs Leben und denkt, jetzt werde ich krank. Ja, ich denke, man muss flexibel sein. Flexibel im Sinn, dass man ja nicht weiss, wie schnell jetzt die Fallzahlen zurückgehen, wie schnell die Hospitalisationen zurückgehen. Es kann sein, dass jetzt beim schönen Wetter und so viel schlechter übertragen wird, das Virus, und dass dann viel weniger angesteckt werden. Und dann muss man sicher Massnahmen anpassen. Und da braucht es wirklich Flexibilität. Sind wir also über den Berg der Kurve hinaus? Ja, wenn der Berg, über den wir sind, der letzte Berg war, dann sind wir darüber hinaus. Im Moment sieht die Sache gut aus, muss man sagen. Aber es ist sicher zu früh, jetzt zu sagen, alles vorbei. Wir haben noch einen ziemlich langen Weg zu gehen. Das ist etwas, was das Personal jetzt unbedingt braucht, die Erfolgserlebnisse. Weil wir haben jetzt sehr viele Patienten, die wirklich lang da sind, ganz schwere Verläufe haben. Und wenn man dann kann verlegen auf die Abteilung oder auf die IMC, dann ist das etwas Schönes. Wir sind nicht so überschwemmt worden wie das Welschland oder das Tessin. Das Maximum war jetzt eine Belegung von 20 oder 21 Patienten auf der Intensivstation. Und wir hoffen, dass es so weitergeht und unsere Reservestation nicht aufgemacht werden muss. Wir haben herausgefunden, dass die Viren in der Gefäßwände sind, in der innersten Schicht der Gefäßwände, dass sie die befallen. Und das schlussendlich zu den Mikrozirkulationsstörungen führt, die wir in allen Organen haben.
Und damit haben wir eigentlich erklärt, warum das Virus so Probleme macht in allen Organen. Jetzt ist einfach noch die Frage, wie man das schlussendlich therapieren kann. Zusammenfahren, desto mehr Volumen geben wir in den Patienten. Und jetzt sehen wir auch da, dass sich der Brustkorb dementsprechend auch anhebt und die Luft hier über den Beatmungsbeutel in den Patienten hineindrückt wird. Das ist das, was du dir vorgestellt hast? Faszinierend, ja. Es ist faszinierend von der Technik, aber ich muss auch sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, wenn man jetzt hier einen gut, das ist eine Puppe, aber wenn man sieht, wie sich ja, mit Luft, mit Schnaufen, es ist emotional. Ich bin beeindruckt, absolut. Und welche offen. Teile an diesem Gerät sind jetzt Kaffeemaschinenteile? Das sind sicher die ganzen Motoren, die Spindelantrieb, Gleiterringbuchsen, beide, also Zentralmotor, aber auch Gleiterringbuchsen. Und dann hier unten noch versteckt Sensoren. Sensoren unten dran, Sensoren hier. Da wird wahrscheinlich eine Kaffeemaschinensteuerung drin sein. Ja? Genau, das sehen wir hier unten. Das ist eigentlich der ganze, das ganze Hirn von der Kaffeemaschine. Also das Hirn von der Kaffeemaschine, Herr Steiner, kann auch beatmen? Das Hirn von der Kaffeemaschine beatmet die Lunge, ja. Absolut richtig. Hätten Sie ja. das noch vor zwei Wochen gedacht? Nein, definitiv nicht. Da haben wir wirklich super Gas gegeben. Das Geile holen weiss gut wo. Und da noch Nachteinsätze fahren für das. Also das haben wir wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und ja, freue mich wirklich. Sie haben ja gesagt, euer Partner ist Roche, haben Sie im letzten Call mit Starbucks gesagt. Hat denn Roche euch wie können garantieren, ja, das gibt ein Zertifikat, das kann man auf dem amerikanischen Markt verkaufen? Garantieren nicht. Aber sie haben uns aufzeigen, dass wenn wir es so machen, sind die Chancen sehr gross, dass wir es zertifizieren können. Also, Sie haben jetzt grosse Hoffnung, dass das wirklich geht für den US-Markt? Ohne Hoffnung geht nichts, auf jeden Fall. Can you guys hear me? Yes, we can. Yes, we can. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. And you asked me the question, why did you guys... Erinnerst du dich? Du hast mich seinerzeit gefragt, weshalb Thermoplan? Yes. Das ist genau der Grund, weshalb wir euch angefragt haben. Ihr seid unglaublich, wie ihr das in so kurzer Zeit hingekriegt habt. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, mit Teilen für Kaffeemaschinen Beatmungsgeräte zu bauen. Wir sind auch beeindruckt und es funktioniert. Amazing and impressive part of this. Als nächstes bauen wir ein Space Shuttle. Amazing. This is some really cool work in 2 days. The ultimate customer. Der Käufer könnten wir sein, Starbucks. Wir könnten eine Anzahl kaufen und sie spenden. Wenn ihr eine Adresse habt, können wir die Geräte nächste Woche schicken. Jetzt ist viel die schönere Phase als vor 3 Wochen, wo ich noch gebibbert habe. Hoffentlich haben wir keinen neuen Corona-Fall. Ja. Und hoffentlich vereist nicht das Business ganz. Oh, ja, genau. Und hoffentlich schaffen wir das mit den Komponenten. Und hoffentlich bleiben die Kunden auch bei den Stangen. Und hoffentlich und hoffentlich. Ja, natürlich, das hat sich schon. Ich bin selbstsicher geworden, jetzt auch in dieser Zeit. Ja. Ich finde das halt gut, wenn man wieder ein wirkliches Problem hat. Also, es relativiert einiges, auch im Umgang, auch im, als teambildend und eben auch fokussiert in eine Richtung zusammenarbeiten. Das finde ich eigentlich noch schön. Also ich finde eine Krise schön, aber der Effekt daraus, wie es uns als Unternehmen mehr näher zusammenbringt, das finde ich eigentlich schön. Ja, nur ein falscher Typ, das ist mein Problem. Ungeschickt. Im Grossen sieht man natürlich schon, dass die Massnahmen gewirkt haben. Aber jetzt im Einzelnen sagen, die Schulschliessungen haben das bewirkt, die Geschäftsschliessung das ist nicht möglich. Das wird auch schwierig sein, im Nachhinein herauszufinden, welche Massnahmen genau welche Wirkung hat. Was sicher zweifelsohne
am meisten bewirkt hat, ist, dass die Leute das Verhalten geändert haben und die Distanz eingehalten haben. Das ist mit Sicherheit der grösste, das hat mit Sicherheit der grösste Effekt. Auf was freut ihr euch am meisten, wenn es vorbei ist, Herr Koch? Schwierige Frage. Ich glaube, ich freue mich am meisten darauf, dass es vorbei ist. Aber wie schnell und wenn, das wird sein, ist noch schwierig zu sagen. Das werde ich gleich schnell schauen. Heute können wir feststellen, diese Massnahmen wirken. Die Ausbreitung des Coronavirus wurde gebremst und unsere Spitäler sind zurzeit nicht überlastet. Das ist eine gute Nachricht. Nun können wir erste Lockerungen vorsehen. Die Lockerungen erfolgen schrittweise mit dem Ziel, einen raschen Wiederanstieg von Infektionen zu vermeiden. Man kann bei dieser Epidemie eigentlich keine verlässlichen Prognosen machen. Heute wissen wir nicht einmal, ob wenn jemand die Krankheit durchgemacht hat, ob er wirklich mittel- oder längerfristig geschützt ist, ob er nicht die Krankheit wiederbekommen kann. Das sind einfach noch viel zu viele Fragen offen, als dass man sich da auf etwas festlegen sollte. Liebe Thermoplanerinnen und liebe Thermoplan, uns ist es ein Anliegen, dass für euch klar ist, wie man unsere Hygienemaske richtig anzieht. Stopp, 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 stopp. Du trägst ja immer noch Bart. Wirklich? Sorgfältig über Mund und Nase. Also von jedem je eins und da auch je eins. Oh, wir machen noch Schöckli an, oder? Nehmt man bei ihr schnell? Danke. Achtung, das wäre dein persönliches allein. Hallo zusammen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich komme wieder ins Restaurant, wenn es wieder offen ist. Super. Bleib gesund. Hallo miteinander, Kind. Wir sehen es, wir sind wieder im Schulhaus. Und darum machen wir heute für euch ein Mathe-Video. Was willst du denn? Von der vorne. Zuerst kommt ja sowieso mit dem durch eins teilen. Gut. Waschen. Was Sie jetzt anschauen, sind Zahlen, die durch zwei teilbar sind. Wir hatten eigentlich auch schon ein paar. Die haben gesagt, sie würden sehr gerne zum Nacht einladen, wenn das alles vorbei ist. Und das ist so ihre Form von einer Gegenleistung. Und ich glaube, das bleibt uns dann auch noch. Matthäcker? Ja. Hoi, Osi. Hoi, Eugen, hoi. Wie geht's dir? Langweilig. Langweilig? Ja, für mich auch. Wartet mal auf bessere Zeiten, oder? Ich plage auch, bis ich wieder mal kommen kann. Wenn man das erlebt. Wenn man das erlebt, ja, ich hoffe es, du. Ich glaub's nicht mehr. Glaubst du es nicht mehr? Ja. Das ist halt die Krankheit, der Virus. Ich kann nicht ändern. Das ist in dem Fall. Ja, in dem Fall. Ciao, Eugen. Ciao, Osi, ciao. Ciao. Schöne. Ja, ciao. Ciao. Ja, so geht's. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bär. Genießen Sie cremige Rezepte mit Bär Camembert. Bär, cremiger Genuss seit 1922.